Count 5-0 für SDN. Also SDN klarer Favorit hier. Ja. Haben schon gespielt im Smash Weekly im Space. Mhm. Und zweimal. Und im NEZ Reloaded. Und ja, noch zwei weiteren. Es geht auf jeden Fall los. Wir sind sehr gespannt. Losers Finals, SDN gegen Ashman. SDN ist hier der klare Favorit. Und ich würde auch sagen, oh, es geht noch nicht los. Ich weiß nicht, ob wir hier ein paar Komplikationen haben. Aber was man vom Matchup her sagen kann auf jeden Fall, ist, glaube ich, dass Ike hier natürlich mit seiner Range im Neutral einen großen Vorteil hat. Naja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, weil das Ding ist, Ike hat gleichzeitig auch sehr schlechte Out-of-Shield-Options. Ich glaube, mit einem Charakter mit den schlechtesten Out-of-Shield-Options. Ja, das kann sein, ja. Ob Nair ist okay, ja, das Ding ist so, aber... Nair, Fair, Back, ja, das sind alles so Moves, die sind zwar nicht wirklich langsam, aber sie hitten halt sehr weit oben. So, ja, dadurch stimmt, kann man, stimmt. Vor allem so ein Charakter wie Fox, der auch gerne mal low profiled oder so, ist es nicht wirklich eine Option. Und AB ist halt so, ich weiß nicht, also ich bin gespannt, ob wir hier AB Out of Shield sehr oft sehen werden. Ob das funktioniert, ob man das benutzen kann, um Ashman von seinem Schild wegzubekommen. Ja. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. SDN sollte, wie gesagt, der Favorit sein, aber Ashman sollte man auch definitiv nicht hier aus der Rechnung rausstellen. SDN muss hier wirklich auf jeden Fall versuchen, ein bisschen Abstand zu kreieren, wirklich zu spacen seine Moves und einfach irgendwie versuchen, Fox von sich wegzubekommen. Ja. Aber ich bin auch tatsächlich gespannt, ob Ashman in irgendeiner Art und Weise SDN Edgeguarden werden kann. Oh, der Führer von SDN. Damit hat Ashman, glaube ich, nicht gerechnet. Normalerweise ist ja Ashman eher der die frühen Kills mit der API ganz oben bekommt. Mhm. Aber SDN kann das auch. Ja. Gerade als Ike. Da sehen wir die API. Ja. Allerdings nicht out of shield. Mhm. So. So. Und ja, SDN muss jetzt hier im Prinzip gar nichts machen, kann einfach chillen. Ja, kann auch die Lasers nehmen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und da habe ich es gerade schon angesprochen, ich bin gespannt, ob Ashman irgendeine Möglichkeit findet, Ike zu Edgeguarden. Ashman irgendeine Möglichkeit findet, Ike zu Edgeguarden, das kann für ihn sehr schwierig werden. Ja, natürlich ist Ikes Recovery genauso wie Fox, wie die von Fox. Tatsächlich sind sie sogar relativ ähnlich auf eine bestimmte Art und Weise, nur dass man halt dass SDN Ikes Side-B chargen kann. Ja. Somit die Möglichkeit halt auf die Stage zu gehen, haben wir ja schon vorhin gesehen, auf die Plattform im Winners Final oder dann zur Ledge. Okay, Nair out of shield hier. Mhm. Interessant. Und findet wieder nicht den Up-Smash. Ja. Man muss auch wirklich sagen, SDN, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie schwer sich das anfühlen muss, weil ich glaube, er weiß, dass du diesen Up-Smash willst und er wird definitiv dir nicht diese Option freiwillig geben. Aber schöner Kill von Ashman, die Dash-Attack zum Back-Air, findet endlich den Kill bei sehr späten Prozenten, aber wir wissen, dass Ashman sehr gute Kombos drauf hat und okay. Aber SDN ist trotzdem mit der klaren Führung. Ah, okay. War jetzt nicht so ein erfolgreicher Ledge Trap. Aber ich muss doch sagen, ich sehe keine große Möglichkeit, wie Ashman so halt SDN sehr früh killen kann. Also Fox kann Ike... Naja, Shine Spike irgendwie, aber es wird halt schwierig irgendwie hinzukriegen. Vor allem, da Ikes Abi auch Super Armor hat, kann das sehr schwierig werden. Aber ich habe schon mal angesprochen, ich mag Ashmans hohe Sidebeast teilweise sehr gerne. Die sind unpunishable und er bekommt einfach wieder zurück zur Stage. Okay, Landing Fair. Mhm. Was sehen wir? Wie will Ashman das wieder rausholen? Up Tilt Back Air. Schöner Air Dodge von SDN auch. Direkt an die Ledge und findet den F-Tilt und das ist das erste ist Game. Einfach, F-Tilt ist so strong. Mhm. So ein guter Kill Confirm. Mhm. Und die Range auch, ja. Sehr solide auf jeden Fall gespielt. Ja. Was? Ja. Achso, es geht um. Es geht um den Score. Ja, ja. Steht 1-0 für SDN. Ich
finde es auch interessant, dass Ashman hier in einem vergangenen Set einmal Roy gepickt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sein alter Main war oder ob das vielleicht tatsächlich ein Counterpick gegen Ike ist. Mhm. Aber ich bezweifle, dass wir jetzt den Roy sehen werden. Bezweifle ich tatsächlich auch, aber... Der Fox sieht ja auch nicht schlecht aus. Es ist nur... Ja. SDN spielt einfach so solide und kriegt diese frühen Kills. Ja. Kann die Vorteile dieses Matchups einfach sehr gut ausnutzen, muss man sagen. Was Mal von dem, was PS2 wir bisher gesehen haben. Bei Ashman ist sehr gut darin, immer die Combos zu finden. Er findet immer diese Openings, auch teilweise mit Fair. Sehr schön. Das Einzige, was ihm halt so wie Fox auch einfach ein bisschen fehlt, sind einfach die Kills, leider. Mhm. Aber er findet den Back-Air, SCN kann zurück zur Ledge. Kleine Scramble-Situation und... Oh, das war ein sehr schöner Upsmash von Ashman. Sehr Hat die Situation sehr gut erkannt. Mhm. Aber SCN schlägt direkt wieder zurück. Fair hittet leider nicht. Mhm. Okay, down tilt back hier, dash attack. Was kann er hier rausholen? Er geht für den. Ich hätte gedacht, back throw off stage ist ein bisschen besser. Mhm. Aber der Damage Output vom Rapid Jab ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich finde es interessant, dass SDN hier Fox doch off stage relativ viele Freiheiten lässt. Mhm. Also, so muss das eigentlich immer passieren. Ich hätte gedacht, dass wenn SDN sich gut auf Stage platziert, dass er im richtigen Moment halt zwischen der Ledge und Ashman steht, dass die Fair dann einfach wirklich Schachmatt ist, dass er dann, also ich wüsste nicht, wie Ashman dann irgendwie recovern sollte, weil wie gesagt, wenig Mix-Ups auf Stage hat Fox. Also... Na schade. Okay. Ashman geht zu häufig auf diesen Run-Up F-Smash tatsächlich und... Beziehungsweise covert, halt auf... Ja, auf den Rollout bei einer Tech-Situation. Ja, genau. Also bei Flora hat man das auch gesehen. Ja. Ashman, um den Vorteil zu bewahren, muss jetzt gleich einen Kill finden. Ein Satz, den wir sehr häufig gesagt. Knapp daneben ist auch sehr vorbei. Knapp. Und diesmal, leider nur der Jab. Aber er hatte theoretisch den Read diesmal. Nee, das funktioniert nicht gegen SDN. Nein. Sorry, Bro. SDN ist leider zu gut solider, aber... Dash Attack irgendwie ziemlich greedy. Mhm. Sehr gut von der Ashman die Situation erkannt. Das war sich auch leider auf Sage, aber wird noch nicht so hart dafür gepunished. Er findet zurück zur Ledge und findet sogar ein kleines Opening mit Upsmash. Ja, sehr schön. Upsmash, immer schön zu sehen. Ja. Ist auch... Aber SCN findet den frühen Kill. Oh, so 96% in der Mitte der Sage. Das ist böse. Aber weiterhin Ashman hat immer noch die Prozent-Lead. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen sehr viel hin und her gerenne. SCN wird zurück zur Ledge gehen. Und ja, man merkt, Ashman fischt für diese Up-Air. Und für den Back-Air und... Aber nein. Das ist immer eine Lüge, nicht. Wir wissen das. Ja. Fox Back-Air Freeze-Frame ist immer eine Lüge. Ja. SDN findet den Up-Tilt, kann aber nichts draus machen. Das könnte es gewesen sein. Jetzt hätte er für den Roll-Up-Read gehen können. Oh, was passiert? Sehr interessante Option. Und war das gerade ein No-Impact-Land von Ashman auf der Plattform? Ich habe das bisher selten gesehen, dass ich Leute so schnell danach wieder bewegen konnte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Okay, 155. Also, ich glaube, Up-Air, Back-Air, Up-Smash wird jetzt alles killen. Ja, Ashman muss vorsichtig einen guten sein. Hit. Ja. Aber wirklich, SDN. SDN. Kann solche Scramble-Situations häufig noch holen. Ja, okay, guter Air-Dodge, rettet sein Leben. Mhm. Und das ist jetzt... Oh, die Dash Attack. In die Dash Attack. Oh, das ist sehr unglücklich. Das ist sehr unglücklich für Ashman. Ein bisschen unaufmerksam da. Ja. Und gutes Comeback von SDN. Wird direkt 155. Ja. Chokusel. So. Auf jeden Fall steht jetzt 2-0 für SDN. Tja. Sieht jetzt sehr gut aus, dass wir
ein Beisel SCN Runback in Grand Finals sehen werden. Und wie wir alle wissen, die Sets zwischen den beiden können sehr intens werden. Aber Ashman ist auf keinen Fall aus dieser Situation raus. Ist ein sehr guter Spieler und muss jetzt die richtigen Adaptionen einfach finden. Hat vorhin ja auch einen Reverse Throw bekommen. Also ja. Kann er es wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Er muss es jetzt möglich machen, wenn er in Grand Finals einziehen will. Aber so oder so. Also selbst dritter Platz wäre schon eine sehr gute Platzierung. Aber natürlich, wie gesagt, noch also ist nichts vorbei. Dritter Platz, wie vielter Platz sind wir geworden? 29. Ja. Perfekt. Oh. Interessant, interessant. Okay. Guter Jump-Read von Ashman mit der Fair. Mag und, findet nicht das Follow-up. Aber ich mag die Fairs tatsächlich von Ashman. Die sieht man irgendwie sehr weniger bei High-Level-Fox. Rennt schon wieder in die Dash-Attack allerdings. Oh, und findet die Upper. Diesmal, ja. Die Upper diesmal wird die Side-B, die hohe Side-B gepunished von SCN. Gut fürs Mix-Up, Get-Up-Attack. Schon wieder, ja, okay. Mhm. Ashman weiß, naja, noch eine Dash-Attack habe ich jetzt nicht so Lust, die zu fressen. Ja, und SCN kommt sicher von der Ledge zurück, einfach mit einem Abi. Die Super Armor carried ihn dadurch. Findet die Anti-Aerials. Sieht gerade nicht gut aus für Ashman, ja. Aber... Er findet irgendwie nicht eine gute Möglichkeit zu approachen und irgendwie Shield Pressure auszuüben. Und ah, da genau ist der Kill. Jetzt, wo sehr ich schön. Es sage mal wieder. Ne? Commentator's Curse, aber ja. In eine positive Richtung. Macht es jetzt hier relativ even, also eine Combo von Ashman. Und man kann es hier wieder. Aber SCN hat nicht so Bock auf die von der Combo getroffen zu werden. Tatsächlich nicht, merkwürdig, ne? Ja. Die F-Til killt noch nicht in der Mitte der Stage. Leider, leider. Oh, tatsächlich eine gute Abi. Ja, schöner Roll-Read. Okay. Ashman merkt irgendwie, dass er nicht so richtig approachen kann und wählt jetzt hier eher einen defensiven Weg. Oh. Ja, er darf nicht so approachen, er wurde schon zu häufig durch diesen Up-Tilt gekillt. Okay, Dash-Attack. Sehr schön. Er geht oft auf diese Dragdowns. Ja. Ich finde es interessant, weil ich glaube, dass man mit, auch ohne Dragdown, sehr gute Combos oder noch sehr gute Hits danach bekommen kann. Aber der Dragdown ist natürlich trotzdem für den eine Flex gute Option. Nicht nur für den Flex. Ja, alle wissen. Aber SCN holt gerade einen Hit nach dem anderen raus. Ein Hit nach dem anderen. Oh, oh schön. Klippt. Ja, ja, das hittet unter der Ledge, habe ich gemerkt in den letzten Sets. Ja. So. Okay. Ashman is in need of a major comeback. Und er findet schon wieder den Upsmash. Sehr gut darin. Ein Foxman muss auch sehr gut darin sein, aber trotzdem sehr bewundernswert immer, wie Ashman den Upsmash findet. Das war sehr knapp gerade. Okay. Oh Mann. Findet das Ashman ist jetzt wirklich Kombo. Wichtig. Ja. Das könnte wirklich der entscheidende Umschwung hier sein. Jetzt Ashman ist gerade sehr patient, gefällt mir gut. Oh, aber die Side B sehr risky. Okay, noch eine Side B und jetzt ist sein Shield sehr low. Ich glaube, hätte dieser Up Smash, hätte Ashman versucht, diesen Up Smash zu shielden, wäre sein Shield tatsächlich gebrochen. Ja. Das hätte geshield poked. Ja. Oh, findet sehr gut wieder den. Man merkt auch Ashman. Stage. Er spielt nicht sehr selbstsicher hier. Sehr vorsichtig alles. Okay, wow. Weak Hit von einem Up-Tilt. Oder Late Hit. Und jetzt, ja, wir sehen auch möglich. Oh, ist es das? Ist es das? Nein, das ist es noch nicht. Über die ganze Stage hätte mich auch gewundert. Ashman findet den Weg zurück zur Ledge. Kurz mit dem Walljump. Das Mix-Up. Sehr knappe Situation. Die Nair-Kill. Wow. Und leider kein Comeback mehr. Klares 3-0 von SCN und somit ist er in der Loser-Side von Grand Finals.